Nutzt du die Contest-App und fragst dich, wie die Umsatzsteuerberechnung in der App eigentlich genau funktioniert? Dann bekommst du alle Infos in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Contest Steuerberatung und in diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie diese ganze Umsatzsteuerberechnung in der Contest-App funktioniert. Und dafür nehmen wir wieder das Contest-Konto zur Hand. Wir sehen das altbekannte Bild, oben den Kontostand und unten drei unterschiedliche Buckets. Wir wollen uns jetzt mit der Umsatzsteuer näher beschäftigen und deswegen klicken wir auf den Bucket der Umsatzsteuer. Hier sehen wir die Übersicht über alle Transaktionen, die für die Umsatzsteuer relevant sind und sehen ganz oben den Betrag, den wir voraussichtlich in der nächsten Umsatzsteuervoranmeldung zahlen müssen. Der größte Betrag ist ein Geldeingang, das heißt ein Umsatz der Contest GmbH, den wir mit 19% Umsatzsteuer kategorisiert haben. Wenn ich jetzt aber sage, ah, das war falsch, das hätte eigentlich 0% sein müssen, dann klicke ich einmal auf diese Transaktion und kann dann hier einfach die Kategorisierung ändern und beispielsweise Einkommen 0% einstellen. Dadurch verändert sich die Detailansicht der Transaktion und wir sehen, Contest führt die Einkommensteuer ab und zwar diesmal von dem Bruttobetrag und Umsatzsteuer ist gar nicht mehr in der Berechnung enthalten. Auch wenn wir zurückgehen und uns die Umsatzsteuerberechnung anschauen, sehen wir, dass diese Transaktion vollkommen aus der Berechnung der Umsatzsteuer verschwunden ist. Das ist relativ logisch, 0% ist jetzt nicht mehr da und wir hätten nach dieser Rechnung sogar einen Erstattungsanspruch in der nächsten Umsatzsteuervoranmeldung. Stimmt in diesem Fall natürlich nicht, deswegen gehen wir zu der Hauptübersicht und klicken dann wieder auf die Transaktion, um es wieder zurückzuändern. Und jetzt sehen wir auch in der Berechnung, der Betrag ist wieder da und offiziell müssen wir in der nächsten Umsatzsteuervoranmeldung 934 Euro an das Finanzamt abführen. Hier noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Das ist eine Funktion, die insbesondere für dich wichtig ist, wenn du das Contest Premium-Konto verwendest. Wenn du den Buchhaltungsplan oder den Steuerservice gebucht hast, musst du da gar nichts machen, denn diese Arbeitsschritte und die ganze Kategorisierung übernehmen die Buchhalter der Contest Steuerberatung für dich. Wenn du Kleinunternehmer bist, fragst du dich vielleicht, wie du jetzt richtig kategorisieren sollst. Oder vielleicht führst du auch Umsätze aus, die steuerfrei sind und die dir auch den Vorsteuerabzug verbieten, wie zum Beispiel als Versicherungsvertreter oder Arzt. Die gute Nachricht an dieser Stelle, du musst jetzt nicht jede einzelne Transaktion kategorisieren und sagen, dass keine Umsatzsteuer drauf ist. In der Contest-App gibt es Grundeinstellungen, die Auswirkungen auf alle Transaktionen haben. Und wie du die einstellst, das schauen wir uns jetzt einmal an. Wir gehen in die Einstellungen, sehen da die Umsatzsteuereinstellungen und haben da die Möglichkeit einzustellen, dass du keine Umsatzsteuer zahlst. Steht in Klammern Kleinunternehmer, an dieser Stelle aber ein wichtiger Punkt. Diese Einstellung ist für dich immer dann richtig, wenn du umsatzsteuerfreie Einnahmen hast, die den Vorsteuerabzug ausschließen. Es gibt allerdings auch umsatzsteuerfreie Einnahmen, bei denen du trotzdem noch einen Vorsteuerabzug hast. Wenn das in deinem Fall so sein sollte, dann bitte diese Funktion nicht auswählen, weil diese Funktion sowohl die ein- als auch ausgehende Umsatzsteuer komplett blockiert. Um euch einmal zu präsentieren, welche Auswirkungen das hat, wähle ich das hier aber einmal aus. Ich klicke einmal darauf, dass ich keine Umsatzsteuer zahle und gehe zurück auf meinen Übersichtsbildschirm und sehe da meine Transaktion. Ich klicke einmal die Transaktion von der Contest GmbH an, um mir anzuschauen, welche Kategorisierungsmöglichkeiten ich jetzt noch habe. Klicke darauf auf Kategorisieren als und sehe, dass ich nur noch drei Möglichkeiten der Kategorisierung habe. Meine Transaktion kann jetzt nur noch eine Einnahme sein, eine Privateinlage oder eine Steuererstattung. Es gibt keine Möglichkeit mehr, die Umsätze nach verschiedenen Umsatzsteuersätzen zu kategorisieren und es kann auch keine Umsatzsteuererstattung mehr sein. Relativ logisch, das alles habe ich als Kleinunternehmer nämlich nicht mehr. In Contest gibt es allerdings auch noch Einstellungen, die für dich relevant sein können, wenn du Umsatzsteuer zahlst. Und genau das schauen wir uns in den Einstellungen auch noch einmal genauer an. Dafür gehen wir wieder zurück in die Einstellungen, wählen da natürlich aus, dass wir wieder Umsatzsteuer zahlen, weil sonst würden die Einstellungen zur Umsatzsteuer keinen Sinn mehr geben. Der erste Punkt, den wir auswählen können, ist dein Voranmeldezeitraum. Als Selbstständiger gibt es unterschiedliche Szenarien, wann du Umsatzsteuer zahlen musst. Entweder monatlich, quartalsweise oder jährlich. Dazu habe ich schon mal ein separates Video aufgenommen, das findest du einmal hier verlinkt, mit dem du herausfinden kannst, wann du eigentlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst. Die Contest-App sollte das wissen, damit du auswählen kannst bei Umsatzsteuerzahlungen, für welchen Zeitraum diese Zahlung war. Es macht nämlich einen Unterschied, ob du die Umsatzsteuervoranmeldung für Mai abgibst und übermittelst oder für das zweite Quartal oder dritte Quartal oder sogar für ein ganzes Jahr. Damit du da die richtigen Auswahlmöglichkeiten hast, solltest du hier einstellen, was dein Voranmeldezeitraum ist. Ich
ich wähle hier einmal das Quartal. Außerdem hast du die Möglichkeit, hier in den Einstellungen zur Umsatzsteuer deine Umsatzsteueridentifikationsnummer anzugeben. Wichtig, die Umsatzsteueridentifikationsnummer ist die Nummer, die mit DE anfängt. Und dieses DE darf auch nicht weggelassen werden. Diese Nummer brauchst du immer dann, wenn du mit Unternehmen außerhalb von Deutschland Geschäftsbeziehungen unterhältst. Das gilt übrigens auch dann, wenn es einfach nur die Nutzung von Tools ist oder von Werbeplattformen wie beispielsweise Facebook oder Google. Diese Unternehmen haben häufig außerhalb von Deutschland ihren Sitz und bei denen brauchst du die Umsatzsteueridentifikationsnummer, um mit denen quasi Geschäftsbeziehungen zu haben. Wie du diese Nummer beantragst, wenn du sie nicht hast, habe ich auch in einem separaten Video erklärt. Das verlinke ich dir auch einfach einmal oben rechts. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und hat ein wenig Licht ins Dunkel gebracht und du verstehst das ganze Thema Umsatzsteuer in der Contest-App ein wenig besser. Ich habe übrigens auch noch weitere Videos aufgenommen, in denen ich unterschiedliche Funktionen der Contest-App genauer beleuchte. In diesem Video lernst du beispielsweise, wie diese ganzen Steuerbuckets funktionieren und wie generell der ganze Aufbau der App aussieht. In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen persönlichen Steuersatz herausfindest und wie du ihn in Contest einstellen kannst. Wenn du sonst noch Fragen hast, dann kannst du uns natürlich auch jederzeit eine Nachricht schreiben, entweder im Chat in der Contest-App oder ruf uns einfach an. Abschließend bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn du diesen Kanal abonnierst, was du hier machen kannst. Nutzt du die Contest-App und fragst dich, wie diese Steuer geht?